bleiben wir gleich beim allerersten Edgar Wallace-Film. Ja. Frosch mit der Maske. Ich kann mich erinnern, dass eine große Diskussion in Deutschland ausbrach. Jetzt fangen sie an, was sie nicht können. Die Deutschen können keine Krimis machen. Dann kam der Frosch mit der Maske und wurde ein Bombenerfolg. Sofort das Denken, da machen wir jetzt einen zweiten, aber gleiche Art. Dann haben sie gesagt, ja, alle zweiten Filme brechen ein, bringen nicht mehr das, was der erste gebracht hat, was sehr oft auch stimmt. Ja. Der war ein noch größerer Erfolg, ich glaube, es war Bande des Schreckens. Also es ging dann immer weiter und immer weiter und wie man weiß, ging das also bis 31. Was ich nie verstanden habe, obwohl ich mich ein paar Mal mit Wendland in die Nesseln gesetzt habe, ja, weil ich mich immer um Dinge gekümmert habe, die er nun überhaupt nicht wollte und nicht ausstehen konnte, dass sich jemand um etwas kümmerte, was ihn seiner Meinung nach nichts anging. Ja. Dann hat er mir gesagt, kümmere dich um deinen eigenen Dreck, das mache ich schon. Da habe ich ihm gesagt, du, warum immer das, das ist immer die gleiche Machart. Ja. Er hatte sich also dann eingeschworen auf den wundervollen Regisseur Freddy Fora, den Alfred Fora. Und er hatte sich dann eingeschworen eben auf solche Figuren wie Klaus Kinski und die wundervolle Elisabeth Flickenschild und andere auf Eddie Arendt und mich. Ja. Aber ich hätte eben damals schon sehr gerne den unbestreitbaren Erfolg auch dazu benutzt gesehen, das Volumen ein bisschen zu vergrößern, ja, auch die Qualität noch weiter auszubauen, dem Film ein bisschen mehr. Ich kann mich erinnern, Wendland hat immer gesagt, der Film darf so und so viel kosten und mehr nicht, mehr ist nicht drin. Viele haben gesagt, mach Farbe. Dann hat er Gott sei Dank gesagt, um Gottes Willen, wenn wir Edgar Wallace in Farbe machen, dann ist er hin. Das, der verträgt keine Farbe, richtig. Dazu bedurfte es dann James Bond, ja, um in Farbe das zu machen. Für mich war der Hauptgrund für den Erfolg von Edgar Wallace unser nie erhobener Anspruch auf Realität. Wir haben immer zusammengesessen und haben gesagt, wir können bis an die Grenze des Erträglichen gehen, aber es muss immer irgendwo komödiantisch bleiben, ja, und es muss immer so sein, naja, es ist ja nur ein Film. Ich habe immer gesagt, die Leute sollen sich ruhig furchtbar gruseln im Kino und sollen Angst haben und sollen zittern und die Mädchen sollen sich an ihren Burschen im Kino festhalten. Ja. Aber dann sollen sie heimgehen und beruhigt schlafen.